Kryptische Krypten sind kryptisch. So kryptisch, wie sie noch nie kryptisch gewesen sind. Das ist kryptisch. Hallo? Sprach Fuß und sprang runter in den sicheren Sieg. Boah, wie... Was zum... Boah, unfair. Wenn Sophia irgendwo auf Fallen steht, passiert offenbar nichts. Der andere Weg wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen. Särge, hier sind Särge drin, okay. Sorry. Sophie hat Seelenfalle widerstanden. Schön, dass wir es auch wissen. Holla die Waldfee, hier flogen gerade eine Menge Teile rum. Ist mal voll weggebasht. Also jetzt muss man den lassen, der hat eine ganz schön heftige... Achso, hier schleicht glaube ich nur noch. Oh, das hat ihn zerrissen. Finde ich gut. Endlich mal hat mein Fußruder auch mal funktioniert. Oh. Okay, ich habe ein Piercing. Nicht geheuer aus hier. Eine weitere Höhle. Und da liegt ein weiterer Schädel. Wessen Schädel das war, ist, werden wir gleich erfahren. Gut, da hinten kommt der Gegner raus. Habe ich irgendeine magische Fallenruhen? Habe ich nicht, ne? Na, ich würde aber dann schon eher sagen, dass ich den Skycutter mal eben auflade mit Stern. Den dann auch nehme. Obwohl, weißt du was? Wir können auch mit Feuerschwerter kämpfen. Wessen Schädel habe ich jetzt gerade genommen? Werde ich jetzt gleich nochmal gucken. Wächter Saar. Ein Schwert namens Hot Blood, okay. Alter, kannst du mal aufhören zu nerven?
So, ich muss nämlich erstmal kurz regenerieren. So, mal gucken, wessen Schädel haben wir gerade aufgenommen? Sareks Totenkopfschädel. Und der hat uns auch gerade angegriffen. Das heißt, der andere war Thorsten. Ach, die haben uns von oben attackiert. Ah. Naja, auch gut zu wissen. So. Zurück zum Tempel. Und jetzt können wir... uns dem Tor widmen. Ota, der Schlimme. Tut mir leid, aber ich glaube, ich will mal versuchen, seine Seele einzufangen. Wird sowieso nicht klappen. Hat geklappt. Otar the Mad. Wir haben Otar bekommen. Seine Maske reißen wir ihn direkt vom Gesicht. Widerstand gegen Feuer, Frost, Blitz wird um 30% verbessert. Der Stab der Sturmwand nehme ich auch mit. Und natürlich auch sein Cape. Kann ich die Totenkopfschädel wieder... ich kann sie wieder rausnehmen. Naja, vielleicht brauche ich sie für Hefnorak. Ich nehme sie einfach mal mit. Das heißt, wir haben jetzt einen weiteren Drachenpriester besiegt und ich sehe dahin schon wieder eine neue Macht. Oh. Ich nehme den mal mit. Ich muss aber dafür was abschmeißen. Die Frage ist was? Wir haben noch immer so eine Clown hier. Und diese seltene Gutsform, die ich überhaupt nicht entziffern kann, muss ich sagen. Ja, was bringt einem... oh, was... ich habe viel zu viel am Zeug. Der Zauberbrecher ist natürlich doch besser. Ne, denn weißt du was? Dann will ich diesen nicht hier, den Drachen. Der sieht sowieso scheiße aus. Warum habe ich den eigentlich mit? Weil ich Zauberbrecher vielleicht draufsetzen will. Andererseits. Hau weg die Scheiße. Die braucht man nicht. So. Ein weiteres. Eine weitere Maske gehört uns. Und eine epische Kraft erwartet mich hier. Boah, der macht gerade ein Vertrauen. Pff, kühnes Frieden. Wahrscheinlich bestimmt wieder Tierfreundschaft oder sowas. Irgendwie so ein Müll, was man nicht braucht. Tiere in deiner Nähe werden dich nie wieder angreifen, noch vor dir fliehen. Mir wurde verlängern die Reichweite und Dauer. Also mit anderen Worten, die werden mir wahrscheinlich 60 Sekunden oder so vertrauen. Das ist genau wie Tierfreundschaft. Das sind so diese... weißt du, was mir besser gefallen würde? So wie Aura flüstern oder Todeszeichen, das wäre noch cooler.
Oder gleich Unbehagen. Aber doch nicht Tierfreundschaft, bitte. So, immerhin, wir haben es geschafft. Komme ich hier auch wieder raus? Oder muss ich einen langen Weg nehmen? Muss wahrscheinlich den langen Weg nehmen. Nehmen wir den langen Weg. Okay, wir haben Otar besiegt. Das heißt, den können wir von der Liste streichen. Ein Drachenpriester to go. Wo geht's nochmal nach draußen? Ging auch hier irgendwie lang, ne? Do you think the saber cats and Khajiits somehow related? They do seem similar, except the Khajiits are more human. War hier nicht eine Tür? Human and a saber cat. Nope, I'm not going there. People get a little touchy when I say that. Kann's auch nicht übersetzen, was sie sagt. Tut mir leid, ich kann's nicht verstehen. Geht zu tief ins englische Materie, so dass ich das nicht 1:1 übersetzen kann. Ich kann es grob verstehen, das meiste verstehe ich. Dum 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 dum. Gut. Mittlerweile ist es Nacht und Rackenwald ist abgeschlossen. Das heißt, der nächste Sprung führt uns runter. Und zwar nach... Na, eigentlich hier. So. Und zwar nach Waldhume. Nächste Ortschaft ist ganz weit weg. Toll. Waldhuldan. Ernsthaft, das ist keine Ortschaft in der Nähe. Das heißt, ich müsste von Rorikstadt auslaufen. Verdammt, da müssen wir von Markart los. Wir springen mal nach Markart. Hey, dann kann ich ja mal gucken, ob ich das diesmal triggern kann mit der neuen Followerin hier. Dann können wir es gleich mal ausprobieren. Tja, hat sich enttriggert. Gut, da eh niemand ist. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Naja, dann hat er wohl die spezielle Fähigkeit. Aber dazu müsste er eigentlich nach... Der müsste eigentlich auch nach Solsheim gegangen sein damals. Das passt überhaupt nicht, das Symbol, aber ist cool. Stelle von Mar- Kann ich mir ein Pferd stehlen oder erstehen? Ja, wahrscheinlich erst am Morgen. Da warte ich mal eine Runde. Banning. Ohne ihn haben wir hier in den Ställen doppelt so viel Arbeit. Kann ich ein Pferd kaufen? Ich habe eins gesattelt und fertig gemacht. Wie viel wollt ihr dafür zahlen? 1000 Goldstücke? Das klingt fair. Sie gehört euch. Wie gesagt, sie steht gesattelt bereit. Mögen die Felsen eure Füße nicht straucheln lassen. Pferd von Logan.
Yeah. Krieg keine nähere. Ah, doch so vielleicht. Aber noch epischer. Muss ich nur mal gucken, wie ich das handle, aber okay. Meint ihr, ich könnte hier rüberspringen? Ah, ich kann mich durchglitschen, natürlich. So, wir müssen immer geradeaus. Um nach Valtume zu gelangen. Das ist eigentlich gar nicht so weit, wenn man das hier so sieht, ne? Wir müssen in der... ja, nein, ja, nein, ja, nein. Was ist denn das hier für ein Weg? Gar nichts. Wir könnten dann da abbiegen. Dann kommen wir aber zu nah, glaube ich, an Duschnickjal vorbei. Und an die Windklippe. Da will ich auch gar nicht lang. Geschweige denn nach Arkentams. Wobei, da müssen wir eigentlich vorbei. Dann würde ich sonst sagen, reiten wir den Fluss entlang, geradeaus, bis zu diesem Punkt. Sobald wir da sind, müssen wir rechts rum und dann auch immer wieder geradeaus. Stimmt, ich kann ja auch angreifen auf dem Pferd. Aber würde ja schon fast sagen, nehmen wir für maximalen Schaden den Skycutter. Kann ich ja rufen. Ne, schreien geht während des... Ist da jemand? Kaiserlicher? Er hat doch bestimmt was geklaut. Ich glaube, wir haben hier wieder den Lügner. Manche sagen, Alduin ist Akatosh. Manche sagen, Maik ist ein Lügner. Ihr solltet nichts von beidem glauben. Das ist ein bisschen dull, aber ich bin sicher, ich werde nicht sagen, dass wenn ich lieg, dann moaning, whilst du use your healing fingers or whatever it's calling me. Maik war einmal in der Seelenfalle, nicht sehr angenehm. Daran solltet ihr ab und zu denken. Maik ist jetzt müde. Geht jemand anderem auf die Nerven. Alles klar. So, ich muss mal schnell mein Pferd einsammeln, weil sonst ist es weg. Kaiserlicher Ark. Oh, ich habe einen Dauerhund, der... Ne, doch nicht. Warum kaiserlicher Ark? Naja, muss ich nicht verstehen. So, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt habe. Ich sag mal... Ich guck mal auf die Uhr. Ich sag mal danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ah, guck mal, wenn ich jetzt nah genug gehe... Sieht das aus, als würde... Schöner Bug. Naja.